Moin Moin Piraten und Landratten, da sind wir mal wieder. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch mal so nach und nach meine Lieblingsstrecken. Das Ganze nenne ich dann hier Lieblingsstrecken Teil 1, weil es die erste ist, die ich euch vorstelle, logischerweise. Was zum Titel alles hergibt, ne? Ja, okay, also, ich fahre am Hengstersee los, rauf zu Hohen Sieburg. Ich fahre hier sehr, sehr gerne hoch, weil es macht einfach Spaß, diese Kurven hier zu fahren, die Serpentinen rauf zu fahren. Man kann zwar nicht so richtig Gas geben, sag mal, wenn man hier mit 40, 45 durchfährt, dann ist man schon ziemlich kurz vorm Schleifen. Man muss ganz schön weit runter mit dem Moped, um hier gut durchzukommen. Aber es macht bei trockener Straße und bei halbwegs passender Wetterlage Spaß. Wenn man jetzt hier zum Beispiel links runter gucken würde, gerade eben, dann hätte man einen super Ausblick zum Hengstersee. Die Gegend ist spitze. Es macht wahnsinnig viel Spaß, hierher zu fahren. Diese kurze Strecke, die paar Kilometer, die ich euch jetzt zeige, gefallen mir sehr, sehr gut. Es wird auch nicht das letzte Mal sein, wenn ich mit euch hierher fahre. Früher war hier oben immer ein Riesenmotorradtreffen, jeden Sonntag. Hunderte von Motorradfahrern hier gewesen, Autofahrer, Spaziergänger. Hier war der Bär los, hier ist richtig was abgegangen. Die Kurven hier oben, da habe ich immer in der Kurve gestanden, da gab es die Leitplanken, die ihr jetzt seht, noch nicht. Hab mir angeguckt, wie die Leute hier rauf und runter düsen. Das Feeling war super. Das war eine spitzenmäßige Zeit. Wenn ihr mal googeln oder aber auf Dings gucken wollt, Hohen Sieburg 1990er oder irgendwie sowas in der Richtung muss das sein. Da gibt es bestimmt noch das eine oder andere Video, wo man das nachverfolgen kann. Das war einfach sagenhaft toll. So, wir fahren jetzt rechts weiter, weil ich bin unterwegs nach Hause. Ist auch schon... ja, etwas später, ich sag mal, so in einer halben Stunde, Stunde wird es wahrscheinlich dunkel sein. Also sie nehmen, versuchen die letzten Sonnenstrahlen, die noch da sind, mitzunehmen. Ja, da vorne rechts ginge es zu Hohen Sieburg hoch, da war ich ja schon mal mit euch, habe euch hier Hohen Sieburg gezeigt. Aber da wollen wir diesmal nicht hin, sondern ich will euch meinen Lieblingsstrecken zeigen. Und da sind wir gerade mitten drauf auf der einer dieser Lieblingsstrecken. Fahren jetzt rechts runter, weiter Richtung Heimat, und das ist auch eine sehr schöne Kurvenstrecke. Ihr werdet es gleich sehen. Also hier runter zu fahren ist auch spitze. Ich meine, ihr seht ja schon mal einen Scheinwerfer vorne, also es wird wirklich gleich dunkel. Aber die Kurven hier. Man muss ein bisschen aufpassen wegen Gegenverkehr, wenn man da nicht drauf achtet. Manche Autofahrer, die passen ja leider nicht auf. Da muss man sehen, dass man da nicht allzu sehr im Wege ist. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. Jetzt kommt eine schöne Kurvenkombination. Erst Linkskurve, jetzt wieder rechts rein. Und jetzt diese Kombination hier, die ist geil. Da musst du so richtig das Motorrad rumdrücken jetzt in die andere Richtung.
kommen noch so ein paar Kurven jetzt. Das ist, also ich finde, das ist ein super Feeling hier. Boah, da kriegt man innerlich eine Gänsehaut. Ja, jetzt muss man wieder ganz klein wenig abbremsen, sonst fahren wir da vorne ins Gebüsch. Das wollen wir nicht. Nach der Kurve kommt der etwas längere gerade, da machen wir mal so ein bisschen den Hahn auf. So, hier müssen wir dann wieder ein bisschen runter, weil hier sind nur 30 erlaubt. Das heißt, runter vom Gas. Ja, so, jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder auf den normalen Straßen. Das war Lieblingsstrecken Stromi Teil 1. Danke fürs Zuschauen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Oben links geht's zum nächsten Video. Unten rechts den Abonnieren-Button nicht vergessen. Tschüss, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Piraten und Landratten, macht's gut.